Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe hier heute ein super cooles Set, ein Morph-Set. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon richtig erkennen könnt, das ist hier vorne so ein Wackelbild. Es wird aus einem Klumpen Knete, würde ich jetzt mal sagen, ein Einhorn. Das kann man also mit dem Set machen und viele weitere Sachen. Also man kann das Ganze verformen und irgendwie auch bedrucken, springen lassen, schwimmen lassen, also alles mögliche. Wir werden es gleich auf jeden Fall testen. Die Farbe ist ultra pink und insgesamt 70,8 Gramm sind hier wohl enthalten. Bin mal gespannt, ob es eher so ist wie intelligente Knete oder Supersand oder vielleicht auch wie Seidenknete, Wolkenschleim, also irgendwie in die Richtung. Super leicht auf jeden Fall und für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Und hier sieht man auch nochmal, was man damit alles machen kann. Ja, sehr, sehr cool. Ich werde es jetzt einfach mal direkt öffnen. Ich kann es nicht mehr abwarten. Ich will da mal reinschauen. Ich schneide das mal hier auf. Und dann sehen wir hoffentlich... Aha, hier ist die Knete. Sieht jetzt total bröckelig aus. Ah, mehr ist da auch nicht drin. Ich hatte jetzt erwartet, dass da noch irgendwie was Zusätzliches mit drin ist, womit man dann auch da wirklich so ein Einhorn rausmachen kann. Also da scheint nur pinke Knete in dem Set enthalten zu sein. Pinke, bröckelige Knete, die aber ganz, ganz leicht ist. Ja, die wollen wir jetzt aber wirklich mal testen. Ich habe das mal aufgeschnitten. Und es riecht irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Ich hole das mal alles raus. Also, dann schaue ich mir das mal ein bisschen genauer an. Wirkt ein bisschen so wie Seidenknete, würde ich sagen. Ganz seidig kann man so auseinanderziehen. Mal schauen, ob man das jetzt auch schön verkneten kann. Ja, wenn man das knetet, dann wird das auch so ein bisschen einheitlicher. Hier, das sieht ja nicht so toll aus. Aber das werde ich mal alles jetzt ordentlich gut verkneten. Und dann habe ich hoffentlich gleich eine richtig schöne Knetkugel. Und dann testen wir mal, ob die schwimmen kann und was da sonst noch alles so draufsteht auf der Verpackung. Da sind ja viele Versprechen. Oh, aber so schön fluffig ist die. Also die kann man auch so auseinanderziehen so ein bisschen und dann die ganz, ganz fluffig. Also kommt mir schon ein bisschen bekannt vor. Wir hatten schon mal, ja, Supersand, der ist eigentlich auch so. Seidenknete ist eigentlich nicht so, dass man die so auseinanderzieht. Die zieht sich eher so ein bisschen wie Knete. Also es ist so eine Mischung aus Seidenknete und Supersand, würde ich gerade sagen. Aber sandig ist es, obwohl, so ganz, ganz fein sandig vielleicht auch. Also so eine Art Supersand. Ich habe jetzt mittlerweile alles richtig gut verknetet. Und ihr seht, ich knete und hier wird es gleichzeitig schon wieder ganz, ganz fluffig. Ganz weich und fluffig und das kann man dann auch wieder so zusammenkneten. Aber sobald man das leicht auseinanderzieht, wird es wieder ganz wie Zuckerwatte eigentlich. Ich finde auch mit der Farbe, also es erinnert mich ein bisschen an Zuckerwatte. Und das ist auch eine wirklich ordentliche Portion. Ich kann es kaum hier in meinen beiden Händen zusammenhalten. Ich möchte jetzt mal die ganzen Tests machen, ob man das alles damit machen kann, was auf der Verpackung steht. Morph it, also oder transform steht auch mit drauf. Also man kann es auf jeden Fall gut formen. Und jetzt kann ich auch mal versuchen, so ein kleines Einhorn daraus formen. Da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass da nicht noch so das Material dabei ist, um wirklich ein schönes Einhorn zu formen. Also noch ein paar andere Farben oder so. Aber das muss man wahrscheinlich dann nochmal separat kaufen. Aber ich werde es vielleicht auch so hinkriegen, hier ein kleines Einhorn rauszuformen. Hier noch das Horn. So. Jetzt fehlt noch der Körper. Na, was meint ihr? Geht das als Einhorn durch? Kann man es erkennen als ein kleines pinkes Einhorn? Also
Oh, da fallen schon die ersten Teile wieder ab. Ich habe mein Bestes gegeben, was ich so mit pinker Knete hier machen konnte. Hier, das genau, vielleicht kann ich noch hier so als Augen so ein bisschen hier so was reinstechen. Ja, solange das jetzt hier nicht ständig seine Füße verliert, finde ich. Ach doch, ich glaube, man kann das als Einhorn erkennen. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr ja gerne unten mal in die Kommentare schreiben. Also, den ersten Test hat die Knete hier auf jeden Fall bestanden. Man kann die verformen. Und das scheint auch relativ, stabil zu sein. Also, man kann es nicht gut verbinden, aber die einzelnen Kugeln, die sind relativ stabil. Also, die fallen jetzt nicht, zerfließen nicht oder so. Das gibt es ja auch manchmal. Nur... Ja, wenn man das da drauf setzt, ihr seht, es hat sich jetzt gerade in seine ganzen Einzelteile hier aufgelöst. Man sollte sich da vielleicht nicht was mit kneten, was man dann sich als Deko hinstellen will, sondern wirklich nur zum Spielen und danach das Ganze wieder zusammenkneten. Aber ich denke, der Test ist auf jeden Fall bestanden. Was stand denn da noch auf der Verpackung? Wenn ich das richtig sehe, wird mir hier auch noch versprochen, dass man das Ganze so in eine Form drücken kann. Dafür habe ich jetzt mal dieses lustige Schweinchen und wollte das Schwein einfach mal hier so reindrücken. Ja, so ähnlich. Ich verforme das nochmal ein bisschen. Oh, jetzt hat das Schwein die Knete in der Nase. Ja, aber... Man kann da schon was mit formen. Vielleicht suche ich mir noch mal irgendwas anderes aus, was man besser verformen kann. Weil dieses ist selber ziemlich weich. Lieber etwas Festeres. Jetzt habe ich eine super Idee. Ich habe ein Überraschungsei hier gefunden. Und ich werde versuchen, das Ganze in Eiform zu bringen. Also quetsche ich erstmal hier ein bisschen davon rein. So. Und dann die andere Hälfte auch. Das mal hier wieder rauszulösen. Oh. Ja, super. Und hier auch. Ja, sehr cool, funktioniert. Kann man auf jeden Fall in ein Förmchen reindrücken und das Ganze in die Form bringen. Test bestanden. So, der nächste Test. Es steht drauf. Print it, also man kann es anscheinend irgendwie bedrucken. Dafür habe ich jetzt mal ein Blatt Papier und einen schwarzen Filzstift und da werde ich einfach mal Hallo draufschreiben. Mal gucken, ob man das jetzt auf die Knete übertragen kann oder so draufdrucken kann. Ich drücke die Knete jetzt also einfach mal hier drauf. Und? Nein. Hat nicht funktioniert. Konnte man nicht bedrucken. Keine Ahnung, wie man das sonst bedrucken soll. Wenn ihr da eine Idee habt, gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Der Test ist auf jeden Fall negativ verlaufen. Dafür gibt es bei mir keinen Punkt. Dann schaue ich mal das nächste. Ah, Bounce It. Also die soll auf jeden Fall springen wie ein Flummi. Da gucken wir mal. Oh. Ja, doch. Springt in alle Richtungen. Ja. Ja, Test bestanden. Dann sind wir schon bei unserem vorerst letzten Test angekommen. Ihr seht schon, ich habe hier unser Wasserbecken und wir wollen mal schauen, ob die Knete schwimmen kann. Dafür werde ich die mal schnell in Form von einem kleinen Boot verformen. Ja, vielleicht ein Segelboot hier. Mehr oder weniger. Ich glaube, es ist okay. So. Und ja, schwimmt. Ist jetzt leider umgefallen, weil mein Boot nicht so gut war. Aber die Knete schwimmt auf jeden Fall oben auf dem Wasser. Gucken, wenn ich die jetzt wieder rausnehme. Nö, ist auch nicht glitschig. Kann man danach super gut wieder weiter kneten. Ein bisschen feucht ist sie natürlich jetzt, aber wird nicht schmierig oder so. Das hatte ich auch schon mal bei einer anderen Knete, bei einem Test mit Wasser. Nee, super. Kann man also auch schön mit in den Pool nehmen. Ist auch geeignet für den Sommer, um im Sommer dann draußen zu kneten. Also der Test ist auch auf jeden Fall bestanden. Ja, das war's schon mit der Morph-Knete. Es steht noch mit drauf, dass die niemals austrocknet. Also
eine coole neue Knetsorte, eine Mischung aus Supersand und Seidenknete. Ich bin begeistert, eigentlich viele Daumen nach oben. Man kann das Ganze verformen, man kann das Ganze in eine Form drücken, man kann es springen lassen, man kann es schwimmen lassen. Ja, ich finde es super, viele coole Möglichkeiten. Leider hat es mit diesem Bedrucken nicht geklappt, vielleicht auch, weil ich einfach nicht richtig verstanden habe, was man da machen soll. Und ich fand ein bisschen schade, hier vorne drauf ist ja diese süße kleine Einhorn. Das hätte ich schon gerne nachgeformt, aber in dem Set war jetzt nur pinke Knete enthalten. Aber ist eine super coole Farbe, hat mir gut gefallen, hat mir viel Spaß gemacht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Knete haltet, ob ihr die vielleicht auch schon mal ausprobiert habt, ob ihr er versteht, was man da mit diesen Bedrucken machen soll. Vielleicht soll man die bemalen. Das kann ich natürlich auch noch mal ausprobieren. Ob man hier drauf malen kann? Ja, kann man drauf malen. Vielleicht meinen die das. Und wenn man das dann auseinanderknetet, ist es wieder fast weg. Ja, vielleicht war das damit gemeint. Sonst gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Sonst schaut unsere anderen Knete-Videos oder die vielen anderen Spielzeug-Videos. Abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!